Hey, hey, liebe Freunde der hin und her wackelnden Spielüberschriften. Jetzt muss ich mir irgendwas aus den Fingern saugen. Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Seid ihr bereit für eine geballte Ladung Rebirth? Das letzte Mal mit Azazel haben wir leider nur Moms Heart geschafft, weil wir keine Möglichkeit gehabt haben, tiefer oder höher zu gehen. Also wir hatten die Möglichkeit, aber haben sie irgendwie nicht genutzt. Azazel, macht euch schon mal bereit, die Lautsprecher runterzustellen. Denn... Also das Erste, was man sieht, Azazel kann fliegen. Ist natürlich schon mal ein erster großer Vorteil. Der zweite ist, wir haben Brimstone. Wir haben nicht das komplette Brimstone, aber wir haben eine kurze Variante. Und das macht Azazel ja ein bisschen überpowered, möchte man fast sagen. Also die Tatsache, dass man fliegen kann und gleich noch so einen starken Angriff. Wow. Jetzt haben wir aber Glück hier, dass wir... Ach krass, ich wollte gerade sagen, wir können hier so viele Spinnen erzeugen, wie wir wollen. Normalerweise kommt man an so ein Item hier wirklich nur ran, wenn man fliegen kann. Und es ist auch ganz selten, dass sowas mal auf der ersten oder auf der zweiten Ebene auftaucht. Aber jetzt gleich noch Moms Wig mit dazu, also die Perücke von Mami. Die sorgt dafür, dass wir Spinnen erzeugen. Solange wir halt schießen. Oder solange wir den Feuerknopf gedrückt halten. Und da wir den als Azazel immer gedrückt halten werden, da wir unseren Brimstone-Strahl mal aufladen wollen, werden wir anscheinend die ganze Zeit Spinnen produzieren. Und ich bin nicht mal böse drüber. Was soll ich sagen? Haben wir hier eventuell einen Tinted Rock? Sieht nicht so aus. Auf der ersten Ebene kann man die immer noch ganz gut erkennen. Hier ist einer. Mr. Mega freigeschalten. Sehr gut. Sehr gut. Ach ja, und wir starten ohne rote Lebensenergie. Also, wir können aber rote Lebensenergie bekommen, wenn wir irgendwie ein Health Upgrade oder sowas bekommen. Das ist kein Problem. Dingle. Weiß nicht, tut mir leid, dass ich dir schon wieder auf den Kopf treten musste, aber ja, jetzt haben wir hier Old Bandage bekommen und haben jetzt einen leeren roten Herzcontainer, den wir natürlich mit Lebensenergie befüllen wollen. Weiter. Ja, also Azazel, Brimstone von Anfang an. Was soll man da sagen? Außer GG, ne? Nee. Wir müssen natürlich auch erstmal hier durchkommen. Aber... Hallo? Warum ist denn mein... Ah, ich glaube, wir haben irgendwie... Wir haben vorhin $3 Bill aufgenommen. Und dadurch erhält man ja so einen zufälligen... Tier-Effekt. In jedem Raum. Und ich glaube, wir hatten gerade irgendwas, was dafür sorgt, dass unsere Aufladegeschwindigkeit drastisch runtergesetzt war. Wahrscheinlich Proptosis oder irgendwie sowas. Denn ich konnte nicht so schnell aufladen. Mein Brimstone-Schuss. Noch ein Tinted Rock. Kein Schlüssel. Einen Schlüssel, danke. Bob's Curse. Vergiftete Bomben. Die sind gar nicht so schlecht. Und außerdem, jede Bombenmodifikation sorgt dafür, dass wir auch gleichzeitig 5 Bomben aufnehmen. Erhalten. Wie auch immer. Noch ein Schlüssel, das heißt, wir können in den Shop rein und kaufen Humbling Bundle. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber in der letzten Folge hatte ich irgendwie erwähnt, oder in einer Folge davor. Ich glaube, das kaufe ich auch nochmal und dann gebe ich die letzten 4 Cent hier aus.
Wir hatten einmal Contract from Below, da oben war noch ein Tinted Rock, den ich gerne vielleicht noch aufsprengen möchte. Genau, wir hatten einmal Contract from Below, was dafür sorgt, dass wir, dass jeder Drop, der nach einem Raum erscheint, verdoppelt wird. Und Humbling Bundle sorgt dafür, dass wir doppelte Items bekommen. Also was heißt doppelte Items? Auch doppelte Drops, aber halt zwei miteinander verbundene Schlüssel oder zwei miteinander verbundene Bomben oder zwei miteinander verbundene Herzen, irgendwie sowas. Und da meinte ich irgendwie, ja, es gibt ein Item im Shop, das super damit kombiniert werden kann, und das ist eben dieses Humbling Bundle. Also, angenommen, man bekommt durch den Contract from Below zwei graue Kisten zum Beispiel, und aus den grauen Kisten kommen dann, ja, 5 Münzen raus, dann sind das schon mal 10 Münzen. Oder es kommen 2 Schlüssel raus, dann sind das schon mal 4 Schlüssel. Ihr seht, wo das hingeht. Noch eine Bombenmodifikation. Ich glaube, wir haben schon ein Thema für diesen Run. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum mein Brimstone-Schuss manchmal gelb, manchmal rot ist. Wenn er gelb ist, haben wir gerade von, wie gesagt, durch Free Dollar Bill den Statuseffekt Lemon Mishap bekommen. Ne, nicht Lemon Mishap. Was ist das? Number One. Number One sorgt ja dafür, dass unsere Feuerrate extrem nach oben gesetzt wird, aber unsere Reichweite stark nach unten, und unsere Tränen sind gelb. Und dann ist es halt so, dass unser Brimstone-Schuss hier auch manchmal gelb oder irgendeine andere Farbe annimmt, die gerade von Free Dollar Bill beeinflusst wird. Der Raum ärgert mich nicht, wenn ich fliegen kann. Das freut mich. Da lache ich doch drüber. Ja, und wie gesagt, also Azazel hat definitiv Speedrun-Potenzial. Wir werden hier sehr schnell durchkommen. Schade, dass ich nicht noch mehr... Oh, ich habe eigentlich genug... Ich suche gerade nach einem Geheimraum, aber hier an den Stellen kann er eigentlich nicht auftauchen. Er könnte vielleicht hier sein? Nein. Hier. Wir haben ja genug Bomben. Tja, ich dachte eigentlich, dass da Geld drin wäre und dass wir mal in den Shop reingehen können, aber dem ist leider nicht so. Ich gehe trotzdem rein. Einfach nur Spirit Heart würde ich aber gerne. Oh! Ich sehe gar nicht, steht da 79? Haben wir gerade... Nochmal, Moment. Damit kann man das natürlich ein bisschen austricksen. Normalerweise jedes Mal, wenn wir unsere Donation Machine in die Luft sprengen, wird eine Münze abgezogen. Und wir erhalten irgendeine zufällige Anzahl von Münzen, verdammt. Aber mit dem Humbling Bundle haben wir jetzt tatsächlich doppelte Münzen rausgekriegt, aber es wurde trotzdem immer nur die Anzahl von Münzen
abgezogen, die man normalerweise da verlieren würde? Ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das gerade Sinn ergeben hat, was ich erzählt habe. Ups. Wir werden hier auf jeden Fall schnell durchkommen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. So. Trotzdem ist man als Azazel immer noch auf der Suche nach irgendwie Schadensupgrade. Sagittarius ist jetzt nicht so toll. Sorgt eigentlich dafür, dass unsere Tränen durch die Gegner durchgehen. Aber wir haben ein Geschwindigkeitsupgrade gekriegt. Das versteinerte Kackehäufchen. Muss hier mal ein bisschen auf der Hut sein vor den Gegnern, weil man ja hier sehr nah rangehen muss. Ja, und man ist halt trotzdem immer noch auf der Suche nach Schadensupgrades und irgendeine Art und Weise, mit der wir am Leben bleiben können. Lebensenergie oder irgend sowas. Guck mal hier mal rein. Starter Deck hatten wir das letzte Mal schon. Ich gebe jetzt einfach mal die letzten 5 Cent, die wir haben, hier aus. Das will ich nicht. Bin ich sonst noch irgendwo hin? Ja, komm, in Curse Room könnte man. Wow! Ha! Nee. Nee. Will ich nicht. Das will ich. Oh ja, sehr gut. Ceremonial Robes gibt uns Lebensenergie und ich glaube auch einen kleinen Schadensbonus. Und dann dieses lustige Attribut Sünde, Sin Up. Werde mal gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwas rauskriege aus den Pilzen. Ja, Pretty Fly, das ist aber sehr gut. Range Down. Ich glaube nicht, dass das irgendeine Auswirkung hat. Denn wir sind ja hier so festgefahren mit unserer Reichweite. Karten. Die Sonne. Die Empress. Empress werde ich hier einfach mal einsetzen. Um das. Oh, wir haben hier da irgendwas, was. Wow! Die Aufladezeit so stark nach oben setzt, aber dafür haben wir sehr viel. Entschuldigung. Schaden gemacht. Toothpicks. Die Zahnstocher, die uns jetzt zwischen den Augen klemmen, sorgen eigentlich dafür, dass wir erhöhte Feuerrate haben. Aber jetzt im Moment. Das bringt uns dann eher was dafür, dass wir schneller aufladen können. Diese Karte hier, dieser Raum, ist immer der Magier. Also der Magier sorgt ja dafür, dass unsere Tränen den Gegnern hinterher fliegen. Also Homing Tears. Und wenn ihr euch mal fragt, ja, soll ich vielleicht mal einen Schlüssel dafür ausgeben, um an diese Karte ranzukommen? Jetzt wisst ihr es, diese Karte ist immer der Magier. Schlüssel? Herz. Oh, wir haben schon wieder irgendwas. Okay, so ein bisschen. Normalerweise ist Azazel sehr verlässlich. Aber dadurch, dass wir jetzt $3 Bill haben, wird er so ein bisschen unvorhersehbar. Weiter. Rup, rup. Aber, wie gesagt, ihr seht ja, wir
fliegen hier sozusagen durch das Spiel durch, im doppelten Sinne. Nichts, was uns aufhalten kann. Uah. Shop. Shop ist interessant. Shop sollte man besuchen. Ja, und am Anfang, also als ich angefangen habe, The Binding of Isaac Rebirth zu spielen, und ich das erste Mal diesen Charakter hier gespielt habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, wie soll das nur, wie halten das meine Ohren aus, dass hier ständig dieses Geräusch von dem Brimstone kommt. Die Karte kaufen wir mal. Ja, es ist natürlich ein bisschen nervig, das merke ich auch selber. Aber wenn euch das auf den Sack gehen sollte, dann stellt einfach den Ton ein bisschen leiser. Ihr müsst ja auch nicht ständig meine Stimme hören. Ups. Sehr gut. Der Krieg. Auf geht's in den Krieg gegen den Krieg. Es ist voll tief und philosophisch hier. Sehr gut. Wieder ein Engelsraum. Wow. Trinity Shield. Trinity Shield. Ein sehr gutes Item. Was uns gegen ankommende Projektile schützt. Wow, wir haben einen riesigen Vorsprung vor der Uhr. Wie gesagt, also Azazel ist wirklich... Der hat Speedrun-Potenzial. Sag ich nochmal. Und außerdem mit dem Schaden, den wir verursachen, das ist einfach... Ich dachte, ich hau einfach mal noch so eine schnelle Folge Isaac raus. Ne? In der Zwischenzeit kann ich ja mal ein paar Lebensweisheiten raushauen. Zusätzlich. Wenn ihr mal... Also, vorausgesetzt, es gibt jetzt ein paar Bedingungen für diese Lebensweisheit. Die erste ist... Schon wieder Zorn. Obwohl, ich wollte gerade sagen, ihr müsst oder ihr dürft kein Vegetarier sein, aber eigentlich könnt ihr auch Vegetarier sein. Also wenn ihr auf Schnitzel steht, ne? Huch. Und ihr wollt, also Schnitzel, ne, kennt man ja. Will ich nicht. Schnitzel panieren funktioniert ja folgendermaßen. Das Schnitzel ein bisschen breit klopfen oder dünn klopfen. Dann in Mehl. Brauche ich auch nicht. Dann in Ei. Also ein aufgeschlagenes Eigelb oder ein Ei aufschlagen und das dann darin wenden. Das Schnitzel. Und dann in Paniermehl wenden. Ne? Das ist so typisch panieren. Und wenn ihr mal oder wenn ihr halt Vegetarier seid und ihr wollt euer Tofu-Schnitzel so zubereiten, geht das natürlich auch. So, wenn ihr aber mal eine Alternative haben wollt, habe ich hier mal einen guten Tipp für euch. Benutzt mal statt Paniermehl, statt schnödem Paniermehl, benutzt doch mal so klassische Cornflakes, also nicht irgendwie so gesüßt oder so, sondern die klassischen Cornflakes als Panade. Das wirklich, also wenn ihr das Schnitzel dann bratet, macht das bei niedriger Temperatur, denn die Cornflakes, die verbrennen ganz schnell. Das ist
Habe ich neulich mal ausprobiert. Ist sehr, sehr gut. Schmeckt sehr gut. Sehr lecker. Und wenn ihr dann zusätzlich auch noch keinen... Also angenommen, ihr esst gerne Fleisch oder ihr esst Fleisch. Hat nichts damit zu tun, ob ihr es gerne esst. Benutzt dann mal statt Schweinefleisch oder irgendwie Rind oder keine Ahnung. Nutzt doch für so einen Schnitzel mit Cornflakes-Panade doch mal ein... Kann ich eigentlich auch beides nehmen. Krampus freigeschaltet. Benutzt da doch mal Pute oder irgendwie sowas. Oder irgendwie ein Geflügel. Also wenn ihr da... Trinity Shield. Holy Shield. Wenn ihr da dann Geflügel benutzt und dann diese Cornflakes-Panade dazu zubereitet, dann schmeckt das fast wie bei Kentucky Fried Chicken, ne? KFC. Also, das war mein Kochtipp. Kochen mit Christian. Leicht gemacht. Oder... nicht leicht gemacht, sondern einfach mal einen Hinweis gegeben. Jetzt habe ich fast gar nichts zum Spiel gesagt, aber passiert ja auch nicht so aufregend viel. Wir sind schon wieder im Boss Rush. Und hier mit Azazel ist es natürlich so, dass wir ganz schön aufpassen müssen. Also wir müssen den Gegnern ja sehr nah auf den Leib rücken. Gleichzeitig können wir aber auch nicht oder müssen aufpassen, wenn wir zu nah dran sind, weil wir ja auch nicht so viel Lebensenergie oder sowas haben. Aber mit dem Trinity Shield und mit dem Holy Shield sollten wir eigentlich ganz gut fahren. Was? Was hat mich denn da jetzt getroffen? Loki, wo bist du? Kein Problem. Und viele versuchen ja beim Boss Rush immer möglichst schnell die Carrion Queen auszuschalten, damit die keine von diesen roten Kaki-Häufchen, von diesen AIDS-Poops, AIDS-Poop erzeugt. Ich lasse die aber immer ganz gerne liegen, weil die anderen Gegner natürlich auch da reinlaufen und dann Schaden kriegen. Und besonders bei den Gegnern, die nicht so viel Lebensenergie haben, ist das eigentlich immer sehr, sehr gut, weil die dann einfach so dagegen fliegen oder dagegen laufen und man sich selbst nicht drum kümmern muss. Natürlich muss man da immer noch ein bisschen aufpassen, damit man da nicht reinläuft, aber meistens hilft das dann doch mehr, als es einem schadet. Da, jetzt zum Beispiel drücken die sich gegenseitig in dieses Kacki-Häufchen rein. Da auch schon wieder. Und da wird einem dann einfach ein bisschen Arbeit abgenommen. Natürlich ist es immer ein bisschen zufallsbasiert, wo die Kacki-Häufchen dann auftauchen, aber
hilft doch schon einigermaßen. So, Monstro, du bist auch Geschichte. Wer kommt jetzt? Die Witwe, die schwarze Witwe, die eigentlich hier grau ist, aber das macht ja nichts. Ja, da, zum Beispiel. Hat man es gesehen. Die fliegen einfach so rein und man muss sich selbst nicht drum kümmern. Man sieht da oben an der Lebensenergie. Irgendjemand macht ihm... Ha! Sehr gut. So. Jetzt kommen die apokalyptischen Reiter. Auch alles kein Problem. Na? Gegen das Pferd gelaufen. Ach, blöd, Mann. Hält einfach vorher an. Na toll. Bin ich auch noch selbst da reingelaufen in so ein Kacki-Häufchen. Jetzt nicht alles hier. Verlieren Lebensenergie, den Nagel freigeschalten. Die donnernden Hüften. Die donnernden Hüften sorgen dafür, dass wir Felsen und andere Hindernisse hier einfach so kaputt laufen können. Gibt es noch ein paar andere Items, die das auch machen? Kann manchmal hilfreich sein, kann aber auch ein bisschen lästig sein, wenn man... Tja, ich weiß nicht. Irgendwie so... Tier ist ab, sehr gut. Wenn man so Steine mit Bomben drinne findet oder irgendwie andere Steine, die einem dann Schaden zufügen oder so Pilze, die dann explodieren. Das ist ein bisschen nervig, da muss man aufpassen. Aber meistens hilft das auch, um zum Beispiel irgendwie so Geheimräume zu finden. Also was heißt Geheimräume? So, wir hatten das ja einmal, dass wir so einen Schwarzmarkt gefunden haben, der da unten drunter versteckt war. Ah ja, Cramp ist freigeschaltet und schon müssen wir hier bekämpfen. Krampus Kopf. Als das Spiel veröffentlicht wurde, war Krampus Kopf dermaßen overpowered, weil das Item alle vier Räume eingesetzt werden konnte. Ja, und sowas hier, wenn man das alle vier Räume einsetzen kann, da hat man auf jeden Fall schon mal eine Bank als Spacebar-Item. Das hat sich jetzt aber geändert. Und es ist trotzdem immer noch sehr, sehr... Also, man kann es immer noch gut verwenden. Auch wenn es ein bisschen weniger häufig eingesetzt werden kann. Na? Wollt ihr nicht? Doch, ihr wollt doch. Ich weiß doch, dass ihr ran wollt. Mr. Fred!
Mr. Fred. Mr. Fred stellt eigentlich auch kein Problem dar, solange wir fliegen können. Wir müssen halt bloß immer nah ran, das ist ein bisschen nervig. So. Noch einmal und dann war's das auch schon. Wir kriegen die Blutblase und weiter. Nein, kein Klopapier. Und es hat wieder keiner gekauft aus der WG. Noch eine Pille. 48 Hour Energy. Hier reingucken. Zwei schwarze Herzen. Wir kriegen übrigens keinen Schaden, weil wir vorhin das heilige Schild aufgenommen haben. Holy Shield. Das ist... wirklich ein sehr gutes Item. Was man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Ach komm. Da können wir ja gar nicht rein. Wow, haben wir gerade aus dem einen Stein der Plazenta rausgekriegt? Was für ein Glück. Ihr rollt mir jetzt hier nicht weg. Wow. Alles klar. Wusste ich gar nicht, dass das da auch rausfallen kann. Weiter. Ich kann die Tinted Rocks im Uterus immer nicht so richtig erkennen. Range up nützt nicht so viel. Also es ist jetzt nicht so, dass wir unseren Strahl da verlängern können. Irgendwie. So, Mami. Schade, schon wieder keine Möglichkeit, runter zu Satan zu gehen. Blöd. Dann war's das schon wieder. Mal gucken, was wir diesmal freigeschaltet haben. Oh nein, das Spiel ist gerade schwerer geworden. Gut. Das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ansonsten, wie gesagt, bis später. Mach's gut. Tschüss.